11. April 2024. Im Secret Garden ist der Oleander mittlerweile aus dem Haus rausgewandert, vors Haus. Und was ich euch heute eigentlich zeigen möchte, ist ein Blick auf die wilde Ecke im Naturgarten und auf den Giersch hier. Und schaut euch das mal ganz genau an, weil es gab ja in meinen letzten Videos ein paar Diskussionen zum Giersch. Hier sieht man an dieser Stelle eine ziemliche Monokultur und hier werde ich dieses Jahr spätestens im Herbst auch mal eingreifen. Und wer genau guckt, der Giersch verdrängt hier die anderen Frühjahrsblüher. Mal guckt, hier kämpfen noch ein paar Gänseblümchen, die ja zu den Heilpflanzen zählen. Und dann haben wir hier die Taubnessel, die ist auch recht wertvoll. Den Löwenzahn habe ich dieses Jahr schon vorab etwas ausgedünnt. Der Sauerampfer ist hier am Kommen, den habe ich letztes Jahr am Zaum gehalten. Und wir haben auch noch ein bisschen Glück. Schaut mal, habt ihr sie gesehen? Oh, leider zu spät. Da war gerade eine Biene unterwegs. Das heißt, ja, wer genau guckt, der sieht hier hinten eine Schwebfliege am Totholzhaufen. Und die haben hier natürlich alle beste Nistbedingungen und dürfen hier hinten sein. So, schaut mal. Die kleinsten Insekten. Oh, ja, ich bin heute echt nicht gut im Film, aber Schicksal. Aber was soll's. Leute, habt Spaß. Und ich gönne mir jetzt etwas Bärlauch. Mmh. Ihr könnt euch gerne mein Wildkräutervideo vom letzten Jahr angucken. Und aus diesem Knospen zum Beispiel lässt sich wunderbar einen Kapernersatz machen. Die Brennnessel brauche ich hier hinten auch für meine Falter und ja, wünsche euch einen schönen Tag.